Hallo meine Lieben, ihr seid wieder auf dem Kanal auf ins Dannyland gelandet. Schön, dass ihr da seid. Heute habe ich mal wieder ein Kooperationsvideo von euch. Und zwar hat New Craft Day mich nochmal angeschrieben und hatte mir was vorgeschlagen, ob ich das nicht vorstellen kann. Und er hat gesagt, kann ich nicht lieber Sticken vorstellen, weil die hatten mir Diamond Painting Sachen als E-Mail zugesandt und Diamond Painting ist nach wie vor was für mich. Das, was die mir da geschickt hatten, war ein Windspiel, das war jetzt nichts für mich und ich habe ja auch inzwischen so viele Bilder. Gut, kommen trotzdem noch neue zu, aber ist egal. Auf jeden Fall habe ich gedacht, hatte ich mir dann was in Kreuzstich ausgesucht und habe gefragt, ob ich nicht das vorstellen kann, weil halt mein Kanal jetzt ja immer mehr auch ich sag mal sich so fächert, ne? Also ich werde euch immer mehr Sachen zeigen. Ich habe ja Perlensticken jetzt gezeigt, da wird es weitergehen, da ist auch noch was auf dem Weg hierhin, weil da habe ich jetzt Blut geleckt. Dann meine Nagelsachen, also ihr seht jetzt gerade, meine Nägel sind nackig, die habe ich jetzt gestern Abend abgemacht, die ruhen sich jetzt ein paar Tage auf. Aber auch Klemmbausteine, Leute, ich werde da weitermachen, da habe ich nur irgendwie eine Pause gebraucht. Aber da wird es weiter wachsen und hier ist jetzt Kreuzstich drin. Kreuzstich wird auch weiter wachsen und es ist auch auf was auf dem Weg hierher von Temu, wo ich euch dann auch wirklich tatsächlich jetzt mal endlich Sticken mit der Nähmaschine zeigen werde. Das Einzige, was ihr hier auf dem Kanal nicht mehr sehen werdet, ist Malen nach Zahlen, weil ich habe ja von Teddy dieses große Bild, ich weiß gar nicht, irgendwann im Herbst angeboxt oder gezeigt im Hall und Malen nach Zahlen ist überhaupt nicht meins, zumindest nicht mit Pinsel und Acrylfarbe, vielleicht mit Stift, Filzstift oder so, keine Ahnung, aber ja, auf jeden Fall soll es jetzt um New Craft Day gehen. Ich habe da auch einen Rabattcode, der nennt sich auf 10, damit könnt ihr, wie schon der Name sagt, 10% sparen und ja, alles Wichtige, die Links zu den Sachen, zum Shop und zu den Produkten findet ihr in meiner Infobox. Und jetzt will ich euch nicht weiter zuquasseln. Jetzt wollen wir endlich auspacken. Auspacken, 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 auspacken. So. Schwupps. Die Wupsti. Da noch was drin? Nein. So. Und zwar habe ich mir zwei Bilder ausgesucht und so eine Packung Wachs, womit man die den Faden wachsen soll, damit der sich nicht so verdreht. Genau, weil wenn man jetzt mit feineren Faden stickt, der nur zweifädig ist oder so, dann braucht man den schon. Und mit welchem Bild fangen wir dann mal an? Wir nehmen mal das hier. So, und zwar sind das 14 Count. ×36, also jetzt nicht so riesig. Und ich meine auch, das wäre ein Teilbild. Dann steht hier nochmal, also Crossstich. Dann pre-printed Fabric. Also auf jeden Fall ist es halt gedruckt. Und was das heißt, weiß ich nicht. Also es beinhaltet den Stoff, die Nadel, also Baumwollstoff, Baumwollfaden, Nadel und die Anleitung. Das ist da alles drin. Und man braucht hier auch auf diesem Bild den Backstitch. So. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Rückseite an. Hier ist auch einiges erklärt. Hier ist erstmal erklärt, für 11 Count 3 Fäden und für 14 Count 2 Fäden. Und halt das mit den Symbolen und bla und Sülz und blub.
Und wie man dann hinterher das wieder rausbekommt, also das, was da drauf gedruckt ist, ganz am Anfang, also ich kenne das nur von früher als Kind, wo man da den AIDA-Stoff, den hat Muttern dann, ich weiß gar nicht, wo sie den gekauft hat. Hat sie den irgendwo online? Nee, online gab es damals ja noch nicht. Damals hatten wir ja noch so einen Katalog zum Blättern. Aber ich glaube, den Stoff hat sie in ihrem Stoffladen dann gekauft. Und dann hat sie uns immer Stückchen zugeschnitten und dann haben wir gestickt nach meistens einer Vorlage, die wir uns selber auf kariertem Blatt gemalt haben. Und das Einzige bei Knüpfen, da haben wir dann auch schon mal Vordruck drauf gehabt. Auf jeden Fall habe ich mich am Anfang gewundert, warum das so komisch aussieht, wo ich hier Videos gesehen habe. Und also man kann das auswaschen. Und hier sind die Stiche erklärt nochmal, wie man das vernäht und wie man springt. Und Dreiviertelstich kenne ich zum Beispiel gar nicht. Ein Viertel, okay. Also ich kenne den normalen klassischen Kreuzstich. Ja, aber ich denke mal, das wird nicht so schwierig sein. So, jetzt haben wir hier okay, guckt mal. Hier haben wir jetzt nochmal die Vorlage. Obwohl wir es nehmen das mal hier weg. Obwohl wir das hier so drauf gedruckt haben, haben wir hier noch mal die Vorlage. Okay, das ist interessant. Da könnte man ja wirklich tatsächlich mal gucken, ob man das nicht einfach in einer anderen Größe noch mal auf einem anderen Stoff stickt oder ob man das als Perlensticken übernehmen kann oder ob man das als Diamond Painting übernehmen kann. Das wäre jetzt ja auch mal interessant, wenn man hier das so hat. Ach, das ist. Wartet mal hier. Oder ist das für den Backstitch? Dass man den Backstitch sieht. Tudum, tudum, tudum. Ich habe keine Ahnung. Das wird es sein. Hier ist der Backstitch angegeben. Aber warum ist der in Rot und Schwarz? Sind das verschiedene Farben? So, wartet mal. Wir haben ja noch eine Rückseite. Ah, guckt mal. So, hier sind die Symbole nochmal abgebildet. Welche Farbe welches Symbol hat. Und Full Stitch, Full Stitch. Ah, die Sachen sind im Half Stitch. Dann haben wir hier den French Knoten. Das ist dann wahrscheinlich. Ah, okay, die kommen hier nachträglich noch drauf. Die sind hier in Kreisen eingezeichnet und hier auch. Und dann haben wir hier, das Rote in Weiß und das Schwarze in Schwarz. Das ist der Backstitch. Der ist dann hier nochmal angegeben in größer, damit man es besser sehen kann. Genau. Das ist ja interessant. Ja, das finde ich sehr interessant. Da bin ich ja mal gespannt. Genau. Dann haben wir hier zwei Nadeln bei. Die sind relativ dünn. Mit so einem Goldköpfchen. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Und sind auch stumpf. Und dann haben wir hier die ganzen Farben. Ah, ich wollte gerade sagen, wo steht es denn? Aber hier, ich mache das mal ab. So. Also hier 1, 2, 3, hier sind die Zahlen. Und die Symbole waren. Okay, also hier stehen die Zahlen dran. Und hier muss ich dann gucken, welche Zahl hat welches Symbol. Warum schreiben sie dann nicht gleich das Symbol dahin? Das
Das finde ich ja jetzt wieder doof. Dann kann man doch gleich hier, also hier steht die DMC-Nummer und die Zahl. Aber hier ist das Symbol. Ja gut, kann man sich ja da noch zuschreiben. Was ich noch nicht habe, sind diese Sortierdinger, wo man das dran macht. Sind aber auf dem Weg hierher. Kommt also demnächst auch noch ein Unboxing zu. Und wir haben hier drauf eine Legende. Ist aber sehr klein. Das soll eine 1 sein hier. Weil da ist 2, 3, 4. Ah, das sieht doch nicht wie eine 1 aus. Ja gut, auf diesen Stoff ist es schwierig zu drucken, glaube ich, drauf. Also es sieht auf jeden Fall nicht wie eine 1 aus. Oh Gott, das kann man ganz schlecht lesen. Das kann man ganz schlecht lesen. Ja, bin ich ja mal gespannt. Aber man hat ja zur Not, wenn man was nicht lesen kann, dann hat man ja hier noch mal das gute Stück und kann danach gucken. Das finde ich gut. Das ist echt cool. Oh Mann, da bin ich ja mal gespannt, ob ich das hinkriege. Also das ist ja jetzt so klein wie das mit dem Elefanten, was in der Verlosungskiste ist, wo ich mich nicht rangetraut habe. Aber mir juckt es ja trotzdem in den Finger, weil das sind so Sachen, ach, man möchte es ja dann doch gerne. Und gut, der Elefant ist jetzt in der Kiste, der wird nicht wieder rausgenommen. Aber ich habe ja dieses hier, wie gesagt, das sind 14 Count, also klein. Und dann gucken wir uns gleich mal das andere Bildchen an. Also das sind auch 14 Count. Und das Bild hatte ich auch schon woanders gesehen, habe gedacht, oh, das sieht ja schön aus. Bin ich ja mal gespannt, wie das dann rauskommt. Also das ist 27 mal 34. Also ähnlich wie die andere Größe. Ähnlich, also es sind andere Verhältnisse, ne? Das ist länger und schmaler und das hier ist ein bisschen kürzer, dafür breiter. Genau. So. Schwuppdiwuppdiwupp. Hier auch noch mal das Bild. Also es gab es auch noch in anderen Größen. In 9, 11 und 14. Und hier ist auch noch mal die Übersicht. Aber da fehlt nach unten hin. Ah, das ist dann hier. Genau. Aber haben wir hier. Ach, die Legende ist hier gedruckt. Sorry, dass ich so viel hin und her blätter, aber genau, also hier haben wir Full Stitch und Back Stitch in verschiedenen Farben, in 1, 2, 3, 4, in 5 verschiedenen Farben. Hier haben wir nicht wie bei dem anderen diesen Half Stitch und auch nicht diese Röschen. So, dann haben wir hier unsere Farben. Wie viele Farben haben wir denn überhaupt? Wartet mal. 39, 39 für diese Kreuzstich, 39 für den Kreuzstich und dann noch mal 5 Farben für den Backstitch. Und hier weiß ich jetzt gar nicht, wie viele Farben wir da eben hatten. Genau, und hier oben steht es noch mal 11 Count 3 Fäden, da 11 Count 4 Fäden. Wahrscheinlich kann man beides machen, keine Ahnung. Und das ist ja jetzt 14 Count, also mit 2 Fäden. Und hier sind die ganzen Farben aufgefädelt. Ja. Und hier ist. Das sieht ja. Wenn man das so sieht, denkt man. Und hier kann man zum Beispiel Legende aber besser lesen. Wartet mal. Ich nehme euch mal runter. Guck mal, das ist eindeutig eine 1.
Genau. Oh. Sorry, ich weiß nicht, warum immer, wenn ich zoome, die Kamera so pfeift. Mal tut sich mal nicht. Genau. Da bin ich ja mal gespannt, ob ich das hinkriege. Aber ich muss erst das Kakteenbild fertig sticken. Da werde ich aber wahrscheinlich noch eine Weile brauchen. Oder fange ich Mira an? Ach, ich weiß es nicht. Ich treffe mich seit letzten Monat einmal im Monat mit einer sehr guten Freundin. Zum Handarbeiten haben wir jetzt abgemacht. Letztes Mal haben wir uns bei mir getroffen. Und nächstes Mal treffen wir uns bei ihr. Und ich bin am Überlegen, ob ich ein Projekt nehme, was ich dann nur, wenn ich mit ihr zusammen bin, bearbeite. Muss ich mal gucken, ob das Diamond Painting wird, ob es Perlen sticken wird, ob es Kreuz sticken wird. Muss ich mal schauen. So, jetzt haben wir hier noch so ein Wachs. Das ist so ein Taler. Riechen tut es noch nicht. Und dann ist das hier in so einem Pöttchen drin. Und dann kann man seinen Faden da so rüberziehen oder durchziehen. Genau. Ja. Da waren zwei Stück drin. Kann man jetzt zum Beispiel sagen, okay, wenn man jetzt mehrere angefangene Projekte hat, dann kann man sich ja so kleine Täschchen fertig machen, wo dann immer für ein Projekt der Krams drin ist. Genau. Ja, das war im Prinzip schon unser kleines Unboxing von den Stickbildern hier. Also ich finde sie ganz gut, mir gefallen sie und ich bin ja echt mal gespannt, wie das wird. Und was mir gerade so einfällt, hier bei diesem Bild, da sind ja hier diese so Röschen drauf, die auch hier erklärt sind, wie man die stickt. Da könnte man natürlich statt dieser Knubbel, diese Knoten, die man da drauf stickt, könnte man natürlich auch an die Stellen Perlen machen. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich bin ja echt mal gespannt, weil ich fand die Motive fand ich beide total schön. Aber die haben da auch noch ganz viel andere Auswahl. Also ihr könnt da gerne stöbern gehen und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr da was Passendes findet. Wenn nicht, ist auch egal, ich habe da nichts von. Also es ist jetzt, ich habe keinen Affiliate-Code oder so. Ihr könnt natürlich auch gerne meinen 10%-Code benutzen, wenn ihr das möchtet. Müsst ihr aber nicht. Ihr könnt auch, wenn ihr von wem anders einen habt, den nehmen oder sagen, ach nö, ich bestell dann doch lieber, keine Ahnung. Ich gehe lieber in den Lieblingshandarbeitsladen vor Ort. Ich würde es auch machen, wenn es hier sowas gäbe. Also bei uns ist ja so 10 Kilometer entfernt eine kleinere Stadt. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner die hat. Da gibt es auch einen Handarbeitsladen. Ich glaube sogar zwei. Also das eine ist ein Laden, die hat mehr so für Stricken und Häkeln, also Wollladen. Ich weiß auch gar nicht, ob es den tatsächlich aktuell noch gibt oder ob der dicht gemacht hat, weil irgendwie in den Innenstädten stirbt ganz schön viel aus. Und dann gibt es da tatsächlich noch einen Stoffladen. Da ist inzwischen aber ein neuer Besitzer drin. Das war früher privat. Inzwischen ist da irgendeine Kette drin. Die haben aber auch nur Stoff und was hatten die denn noch? Sticken nicht. Ich glaube auch Häkelsachen oder so. Aber es ist halt, ja, man kriegt es halt nicht mehr, weil viele Läden gehen ein. Klar, durchs Internet shoppen gehen viele Läden ein, aber dann muss man halt wieder im Internet shoppen. Und wie gesagt, ich wohne sehr ländlich und da ist nichts in der Nähe. Und dann, ja, dann kauft man halt im Internet. Es ist halt so. Aber letztendlich muss es ja jeder selber entscheiden. Auf jeden Fall nur so, damit ihr das jetzt mal gesehen habt. Also die Sachen sind jetzt von New Craft Day. Und ich
habe sie ja jetzt nicht getestet, ich habe sie jetzt nur ausgepackt. Aber so, was ich jetzt sehe, macht es einen guten Eindruck. Es ist auf jeden Fall eine deutlich ausführlichere Anleitung bei, als bei dem Stickset, was ich von Teddy habe. Da war nämlich gar keine Anleitung bei. Da war, glaube ich, abgebildet, wie man stickt, aber da war auch nichts mit Counts. Da stand da nicht bei, wie viel Counts und dass man die Fäden teilen muss. Das stand da alles nicht bei. Von daher finde ich das jetzt schön. Auch, wie gesagt, dass da ein Backstitch bei ist. Ich finde, das gibt dem Ganzen mehr Leben. Na, das wird das Bild viel plastischer und so. Weil ich mache das ja auch, wenn ich mit der Nähmaschine sticke, dass ich dann da auch noch eine Umrandung und so beisetze. Ist zwar ein bisschen aufwendiger, aber es sieht schöner aus. Es ist einfach so. Ja, ich will euch nicht noch länger nerven und noch länger zuquasseln. Schön, dass ihr bis zum Schluss durchgehalten habt. Wenn ihr vorher abgeschaltet habt, könnt ihr das jetzt eh nicht mehr sehen, aber ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, wie immer, auf einen Daumen nach oben. Und wer es noch nicht hat und auf dem Laufenden bleiben will, lasst mir doch ein Abo da. Und ich kann ja auch mal das Glöckchen erwähnen, das habe ich noch nie gemacht. Also ihr könnt auch das Glöckchen drücken. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch, dass alles, was ihr euch wünscht, in Erfüllung geht. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.